Fallout auch mal wieder ein bisschen mein Let's Play. Haben wir schon auch schon lange nicht mehr gemacht. Okay, ja. Mal gucken, wo wir überhaupt waren. Ich weiß noch, wir hatten eine Wohnung gebaut am Strand irgendwie. Und waren jetzt dabei, zum Tunnel vorzustoßen. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie lange ich die Folgen immer gemacht habe. Ich mache jetzt immer Viertelfolgen, immer Viertelstundenfolgen. Wir sollten jetzt mal rechnen. So. Okidoki. Na? Oh nein! Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ihr wollt mich doch alle vergewaltigen. Gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Unsere erste Reise ist, ich würde erstmal gerne ein bisschen rumlaufen. Und zwar gibt es Dschungel. Und da gibt es wiederum, erstmal hier ein bisschen ernten. Kakao. Und Kakao und Getreide, wenn man das beides hat, dann kann man sich daraus, jetzt habe ich gerade zweimal gepflanzt, natürlich super nice, kann man sich daraus Kekse backen. Also, machen. Deswegen, ja. Taschen habe ich schon geleert, das ist nice. Genau, hier Tunnel, da bauen wir auch noch weiter. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, mich ein bisschen so, was so, ja, Verpflegung angeht, ein bisschen weitermachen. So, wir haben ein Brot, das würde ich einfach mal mitnehmen. Wir haben, nehmen wir Steak mit. Ja, komm, ganz ehrlich hier, so ein bisschen, ja, komm, warum nicht. Okay, brauchen wir nicht. Wir haben einmal Eisen, das ist... Verdammt, achso, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Klappe. So, wir haben Eisen haben wir. Kompass bringt uns ja leider nichts, weil das zeigt. Haben wir sowieso schon. Das zeigt uns bloß die Mitte von der Map an, da wo wir gespawnt sind. Von daher bringt uns das genau gar nichts. Joa. Stone. Ich bin am überlegen, ob ich mir ein bisschen Eisenwerkzeuge baue. Allerdings haben wir jetzt noch nicht so viel Eisen und deswegen möchte ich das, was wir haben, nicht gleich verschwenden. Hier haben wir auch noch. Hä? Moment mal, das hat hier gar nicht so drin zu suchen. Oh, bam. Du kommst mit nach da. Du Volldepp. Ne, hallo? Nein. Perfekt. So, wir haben zwei Bücher. Interessant. Und wir haben ein lautes Huhn in der Nähe. Auch interessant. Und ein Hund. Auch interessant. Okay. Wir nehmen ein bisschen Gestein mit und ein bisschen Holz. Dann können wir... Oh, wir haben noch 460er Stacks. Das ist interessant. Die packe ich mal extra, weil Holz ist das, was wir am meisten brauchen. Von daher, damit wir da nicht immer nachsuchen. Was ist das jetzt? Das ist Dschungelwood. Und das ist Dschungelwood Planks. Also Bretter. Es sind zwar eher Würfel, aber okay. So, genau, wir nehmen Oakwood mit. Das ist auch Dschungelwood. Dann lasse ich das mal hier. Das dürfte vier Stöcke ausreichen. Ja. So, hier haben wir bloß Krimskrams drin. Wir haben noch ein bisschen Holzmaterial. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich dich mal austauschen. Weil bei dem hier, bei der Sense, da gibt es keine Geschwindigkeit in dem Sinne. Hey, Quatsch, ich bin ja bescheuert, das ist doch die Pickaxe. Das hier ist die Sense. Da haben wir gar kein Ausholz. Gut. Nee, weil bei der Sense, da gibt es nämlich zwischen den Materialien keine Geschwindigkeitsunterschiede, sondern das ist sowieso Einzelklick. Sondern da geht es wirklich einfach nur darum, wie lange sie hält. Von daher kann ich da auch erstmal Holzmaterial aufbrauchen. Haben wir aber gar keins. Sehe ich gerade. So, dich nehme ich gleich mal mit. Ja. Was noch, ne? Was nehmen wir noch mit? Der Ziegel nehmen wir mit. Damit kann man immer irgendwelche wilden Tiere abschmeißen. Spaß.
Tütchen, nein. Einmal. Nehmen wir einen Eimer mit? Was wir machen können mit dem Eimer ist Wasser. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. That make no sense. Ich würde mal das Rechteck wieder erstmal. Fackeln haben wir auch mehr als genug. Sollte reichen. Jo. Okay. Dann würde ich mal sagen, erstmal was essen. Und dann können wir gleich losgehen. Auf Richtung Dschungel. Die Frage ist nur, wo ist hier in der Nähe ein Dschungel? Übrigens werde ich dann irgendwann mal, wenn wir doch einen Kompass mitnehmen, und zwar werde ich von dem absoluten Nullpunkt, da wo der Kompass immerhin zeigt, werde ich einen Weg zu der Hütte bauen. Dann können wir, wenn wir uns immer verlaufen, den Kompass mitnehmen, zum Nullpunkt laufen und von dort aus dann zu unserer Hütte laufen. Vielleicht baue ich dann den Weg auch noch irgendwann aus und baue so mehrere kleine Siedlungen oder sowas, keine Ahnung, aber Sonnenblumen braucht keine Sau. Dschungel, wo finde ich hier Dschungel? Das Problem ist, ich darf auch nicht allzu kreuz und quer laufen, weil sonst finden wir unser Haus nie wieder. Und das wäre scheiße, deswegen können wir nur in eine Richtung laufen. Aber hier haben wir zumindest schon mal Wald, das ist aber ganz normaler Wald, bringt uns also auch erstmal gar nichts. Egal, ich laufe erstmal weiter, vielleicht wird hier raus ja noch was, aber so wie es aussieht, ist hier eher ein Fluss. Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, das war's. Dann nehmen wir mal in die Richtung. Hier sind aber auch nur normale Bäume. Ach, dann werden wir wohl ein bisschen durchs Wasser fahren dürfen. Wenn wir hier wirklich nach Steinen interessiert sind. Quatsch, nicht nach Steinen, sondern hier nach Kakao, also nach Dschungelbiomen. Kann nicht schaden. Ich kleine Mineralienhure. Stimmt, habe ich jetzt eigentlich Steine mitgenommen? Ich wollte doch Steine mitnehmen. Habe ich jetzt bestimmt vergessen, bitte? Ja, habe ich vergessen. Wow. Ich habe keine Steine dabei. Dann klauen wir jetzt gleich mal hier Steine. Ach, warte. Wenn wir das nächste Mal Kohle finden, klaue ich auch ein paar Steine. Alter, wie ist denn hier? Ah, da hinten. Da hinten. Da. Da, die seht ihr diese Lianen? Geht das hier? Ja. Da, Lianen. Das ist Dschungelbiom. Da müssen wir hin. Ich sehe von hier aus leider nur so Kakao. Das ist schade. Aber wir werden uns in der Region auf jeden Fall mal umsehen. Das heißt also, wir müssen. Wie kommen wir da hin? Da hinten. Okay. Kann man hier. Nee, ist so flach. Obwohl. Doch, man kann hier runter. Nur das einzige Problem, was ich von hier aus sehe, ist, wir kommen von hier aus nicht mehr zu unserem Haus zurück. Ich versuche mich mal Richtung Haus zu gehen und dann am Wasser lang zu gehen. Das sollte funktionieren. Da vorne dürfte unser Haus sein. Da hatten wir so großen Baum gepflanzt. Dann kann ich auch gleich mal ein paar Steine mitnehmen. Ach Gott, nee, auch nicht. Wie gesagt, wir holen uns die Steine einfach, wenn wir dann irgendwann mal diesen Kohle abbauen. Wenn wir auf dem Weg Kohle finden sollten. Ja genau, da ist unser Haus. Ein Glück ist der Baum aber gut erkennbar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Warum ist eigentlich immer das Ding hier aktiv? Nein? Ah, okay. War das doch die richtige Taste. So viele Pflanzen. Och nein, ein Zombie. So, nein, das da. Das da. So, wir brauchen eine Biome à la Urwaldo. Na komm, fahr. Gib Gas. Gib Gas. Du gibst jetzt sowas von Gas. Ach du Scheiße. Achso, dachte schon, das ist schon so eine unterirdische Burg oder sowas. Die Frage aller Fragen ist, können wir von hier aus an irgendwelche Klappe halten? An irgendwelche Dschungelbäume ran?
Leck doch mal hier. Meine Güte. Also sehen tun wir sie von hier aus, aber wir kommen da definitiv nicht hoch. Ah, da hinten werden sie. Ach, da hinten. Ja, hier sind auch noch welche. Cool. Okay, dann fahren wir einfach da direkt mal gegen das Ufer. Klopfen sozusagen ganz freundlich mit dem Boot an. Es wird aber gerade dunkel. Ich glaube es nicht. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt. Ich will doch nur ein bisschen Kakao haben, ihr Bitches. Bitte lass ihr Kakao sein. Kakao? Ah, wahrscheinlich brauche ich für Kakao wirklich einen dichteren Dschungel. Das hier ist ja eher sowas wie ein paar kleine bewachsene Bäumchen. Das reicht ja wohl für Kakao noch nicht aus. Es wird dunkel, Alter, ich sehe nichts mehr. Also doch, ich sehe noch was, aber... Alter Gott, es wird zu schnell dunkel. Aber ich habe erstmal keinen Kakao gesehen. Das ist natürlich schade. Dann wird so, also... Ich könnte ja auch noch stecken hier. Klopf nicht. Da wird das also so erstmal nicht gehen. Wow, die fliegenden Berge von Pandora. Die Entwickler haben definitiv zu viel Avatar geguckt. Definitiv. Alter, das stockert hier so echt. Was ist denn hier los? Lappe. Er hat mich umgebracht. Er hat mich umgebracht. Vielleicht mal ein paar Äpfel. Ach nee, ich habe ein Brot. Ich habe ein Brot und ein paar... Hallo? 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 What the fuck? Was ist denn hier los, Alter? Boah, er hat an Brot.exe? Brot.exe has stopped working. Erstmal essen, danke. So, okay. Mein Boot hoppelt hier was zusammen, Alter, das gibt's da gar nicht. Oh Gott, wieder so viele Tiere. Klappe. Alter, Leute. Wow. Ich glaube, ich muss mal erstmal den Befehl raussuchen, um hier ein bisschen Tiere zu entschlacken. So. Okay. Das ist eine Parade einfach. Fleisch, so viel Fleisch. Hä? So. Gehen wir mal weiter in die Richtung und gucken mal, ob wir da noch irgendwo weiter an Bäumen rankommen, also an Waldgebieten. Die kleine Insel da mitten in den Bergen war ja schon mal ein klassischer Reinfall. Aha, da hinten sind auch ein paar Bäume, die auf alle ist nur Kiefer und so. Schade. Dachte es auch schon wieder tropisch.
Schau mal, wer da vögelt. Gut. Also, hier haben wir schon mal einen Kieferwald oder einen Tannenwald oder Buchenwald oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Ist leider nicht das, was wir wollen. Drücken wir uns mal nach da. Hier ist überall nur dieses Buche, Kiefer, was auch immer das ist. I have no idea. So, wir fahren ja einfach mal an der Strandlinie ein bisschen lang. Oh. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Interessant. Ach, siehst du, hier geht's auch gar nicht rein. Noch ein Grund mehr, einfach dran vorbeizufahren. Aha! Ah, ne, da hinten sind Tannen. Dachte gerade schon. Dieses Spiel mag ich nicht. Und es haut mir ins Gesicht. Lalala. Ah, das ist Tannenwald. Das gibt natürlich rein gar nichts. Aber vielleicht, wie gesagt, ich fahre einfach mal hier an der Strandlinie ein bisschen dran vorbei. Vielleicht haben wir Glück und, weil das ist zumindest schon mal so ähnliches Terrain wie beim Urwald. Da ist ja auch so dunkler Boden. Vielleicht habe ich ja Glück und es liegt wirklich nah an nah, wobei da schon wieder Schnee ist. Es ist also vielleicht doch eher unwahrscheinlich. Aber Pilze sind immer gut. Pilze schmecken lecker und geben Kraft. Wobei ich jetzt beim zweiten einfach mal davon ausgehe, dass es so ist. Schon nicht schlecht hier. Gott, Alter, noch mehr Tannen. Wo steht die Sonne? Oh, schon noch am Himmel. Ne, ist ja am Aufgehen oder am Untergehen? Die ist noch am Aufgehen, ne? Habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja doch, sie ist noch am Aufgehen. Habe ich also noch ein bisschen Zeit. Bis ich wieder zurück muss. Aber ich finde hier auch einfach nichts. Das ist doch Bullshit. Na gut, ich glaube, die Folge wird schon wieder etwas länger als eine Viertelstunde. Ah, ist mir jetzt gerade egal. Ich fahre so lange, bis die Sonne hoch am Himmel steht. Dann mache ich erstmal Aufnahmepause. Und dann. Schieh rum. Fahr doch. Hallo. Gut, hier kommt Eis. Okay, das wird nichts mehr. Ah ne, das ist Eisgebiet. Okay. Eisgebiet ist definitiv nicht Dschungel. Sag mal, bleib doch mal stehen. Was machst du denn hier eigentlich gerade? Eisgebiet ist definitiv nicht dschungeltauglich. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das keine gute Idee ist. Na komm. Bap, bap. Ab die Post. Freie Bar mit Marzipan. Hola, hey. Yeah, yeah. Wollte ich nicht gerade Pause machen? Egal, noch der. Ich gucke erstmal zurück und das Bild bleibt direkt stecken. So, runter. Dann sollte das Spiel viel flüssiger laufen. Weil ich komme nur, dass es an dem Ding liegt, sondern eher daran, dass ich halt hier im Gebiet bin, wo ich noch nicht war und der dementsprechend die ganze Welt generiert. Beziehungsweise da, wo ich bereits war, halt so viele Tiere rumlungern, dass das halt Overkill ist. Da unten ist irgendwas, da leuchtet das. Ist das Lava? Oder ist einfach nur das Ende der Welt? Ah doch, das Ende der Welt, schade. Dachte schon, da ist Lava. Lava. Aha. Mist, ich laufe aufs Ufer. Ja? Boah, hatte ich ganz knapp dran vorbei. Respekt. Okay. So.
Das ist ja übrigens eine Normalauflösung. So ist das Spiel normalerweise, wenn man da jetzt nichts dran verändert. Oh, da sieht man ja, wie ultra kurz das wirklich ist. Deswegen spielt halt immer auf 200. Problem ist halt nur, wenn man sich so schnell in der Welt bewegt wie ich jetzt gerade, dann hat es natürlich auch extrem viel jetzt zu generieren. Ah ja, Resultat sieht man. Stocker Party Ella Deluxe. Lux. Ah, die Sonne ist am Untergehen. Rum. Warum sieht einfach gar nichts? Einfach der schlimmste Nebel der Welt. Oh, die Sichtweite beträgt 3 cm. Bitte halten Sie sich die Kamera, die Taschenlampe in der Face. Oh Gott, Spinne. Das Witzige ist ja, die Spinnen tun einem tagsüber nichts. Anders als jetzt sowas wie Zombies oder sowas, die tun einem ja auch tagsüber was. Aber die Spinnen sind einfach friedlich. So, okay. Dann gucke ich mal nach dem Papa Film und dann schauen wir mit V.